So, liebe Zuschauer, da wäre es schon wieder soweit. Wir wollen uns am Nachmittag nochmal den Märkten widmen und hier natürlich wie so oft den US-Märkten, die sich heute hier nahtlos in den Ausverkauf einreihen. Wir hatten gestern den Nasdaq 100 schon mit Abwärtszielen definiert. Den können wir uns dann auch nochmal kurz anschauen, beziehungsweise gleich mal vorab ganz kurz hier mit 1,5% im Minus hier voll im Fahrplan. Hat jetzt die Unterstützung von 4.465 gerissen. Hier innerhalb des Abwärtstrends sauber unterwegs und ja, es deutet noch ein neues Tief deutet sich noch an. Das könnte am morgigen Freitag hier durchaus erfolgen, um dann hier eine technische Gegenreaktion innerhalb dieses Abwärtstrendkanals möglicherweise zu erzeugen. Doch wir wollen jetzt den S&P 500 anschauen, der ja auch deutlich federn lässt. Wir sehen hier den Tageschart, auch hier die Annahme. Das war ja schon seit einigen Tagen so zu sehen, dass wir hier unterhalb von 2100 ja ein Scheitern verursacht haben letztlich, was den Markt hier grundsätzlich in Bedrängnis führte. Und ja, gestern starke Verluste, heute starke Verluste. Das wurde dann gestern natürlich durch die Fed nochmal befeuert. Grundsätzlich hier mit Aufgabe der Unterstützung von 2070 Punkten auf Tagesbasis. Hier eigentlich der Freifahrtschein jetzt gen Süden, obgleich wir hier unmittelbar vorausliegend eben ein Level haben, was Beachtung finden sollte. Das ist hier der Bereich um 2048. Das schauen wir uns mal kurz im Stundenchart an. S&P 500, da haben wir ihn. Und hier sehen wir, dass um 2048 gab es. Müssen wir uns wirklich schon mal ganz schön zusammenstauchen, die Geschichte hier. Immer wieder Nachfrage. Die Frage ist natürlich, wir haben uns hier ein massives Unterstützungslevel aufgebaut, knapp unter 2050 Punkten. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt diesmal wieder funktioniert. Hier zuletzt im August war es knapp davor. Heute stehen wir mit dem bisherigen Tief auch schon wieder knapp davor, aber die Tendenz deutet auf jeden Fall auf so einen Test hin und davon muss man jetzt mal ausgehen, dass der S&P 500 hier dieses Niveau eben ansteuert. Von diesem Niveau ausgehend wäre dann technisch eine Erholung möglich. Eine technische Korrektive, wohl bemerkt, da grundsätzlich, gut, wir haben hier schon leichte Divergenzen, aber die kann man auch schnell wieder relativieren, wenn die Hochs rausgenommen werden. Grundsätzlich, Situation 2048 ist ein kurzfristiges Ziellevel, möglicherweise auch heute hier in diesem Ausverkaufsszenario, dann am Freitag. Leichte Stabilisierungstendenzen möglich oder aber der direkte Test des Niveaus von 2039 Punkten und das ist eben hier das entscheidende Level auf Tagesbasis. Wenn wir da jetzt nochmal drauf gehen, dann sehen wir hier auf dem Tageschart die Situation, dass wir hier eben diese Unterstützungszone haben. 2048 hier der obere Bereich, kann auch ein Stück weit runtergehen, wenn wir hier das Ganze bis in den März ziehen zu den Tiefs. Da sind wir hier im Bereich 2042. Also nicht auf den Punkt festmachen, aber zumindest die Zone 2048 bis 2042 ist hier ein Unterstützungsbereich, ganz klar zu sehen. Der Punkt ist nur, wenn wir hier eben ein neues Tief machen, ein signifikantes Tief unter dem März-Low, 2039 Punkte, dann öffnen sich hier auf jeden Fall die Schleusen. Ja, da nützt auch hier dieser kleine Aufwärtstrend von Dezember hier bestimmt nichts mehr. Dann dürfte es hier relativ zügig gehen. Dazu das große Bild vom S&P 500. Moment, jetzt haben wir hier den DAX noch gerade drin. Da muss ich noch mal kurz den verkehrten Chart vorhin hochgeladen, ist aber nicht das Problem, weil hier kommt auch schon der S&P. In der Beschau natürlich dann auch wieder immer gern. Hoppala, jetzt muss ich das Ganze noch aktivieren. Der S&P hier auf Monatsbasis. Und hier die Situation, dass es jetzt schon so aussieht, als würden wir diesen Trend verlassen, diesen Aufwärtstrendkanal. Und das hätte ja signifikanten Sell-off-Charakter. Also Sell-off-Charakter mit Vorsicht, denn man darf natürlich nie vergessen, wie wir hier gelaufen sind. Und ich meine, aktuell, die US-Indizes halten sich hier noch relativ gut. Das war auch vorhin die Aussage beim DAX. Der DAX ist hier schon deutlich mehr in Schräglage, in Korrekturposition als eben die Amerikaner. Wenn denn die Amerikaner jetzt hier durchrauschen und der S&P 500 würde ein solches Signal generieren, wenn wir hier unter 2039 aus dem Wochen-Monatshandel gehen, dann wären hier in einem ersten Ablauf auf jeden Fall nochmals Niveaus hier im Bereich 1860, 1870 Punkte denkbar. Und vom aktuellen Niveau und der Seitwärtsphase der letzten Monate wäre das dann hier schon mal ein ordentlicher Impuls. Aber das ist völlig normal und so ein Impuls wäre auch nur gesund für die Märkte, wenn er denn kommt. Aber es deutet sich so ein Stück weit an, dass der Markt hier ja, die Luft mehr oder weniger mal rauslassen will. Die Unsicherheiten, die möglichen Tendenzen in Übersee, sowohl auf
asiatischer Seite, China, die große Sorge, was da passiert. Dann natürlich die ganzen Unternehmensgewinne, die hier auch aufgrund von Währungseffekten hier teilweise gehypt wurden. Das steht alles so ein Stück weit im Raum, und wenn an der Börse die Zukunft gehandelt wird und da jetzt nicht der große euphorische Impuls Einzug hält, dann kann es, und da gehen wir auf die Monatszyklik, eben hier durchaus mal zu einem schöneren Korrekturimpuls kommen. S&P 500 hier im großen 7-Jahres-Zyklus-Intervall, und wir sind hier im Prinzip beim 7-Jahres-Abstand kurz davor, hier in die Zyklik reinzulaufen. Können im Prinzip die zyklischen Hochs auch ein Stück weit nach links schieben noch. Dann wird man hier die Niveaus sogar noch besser treffen. Wenn das jetzt zum Beispiel hier das Allzeithoch war bei 2134, dann sei wirklich erlaubt, das Ganze hier mal ein Stück weit nach links zu schieben, um sozusagen hier ranzulaufen. Und dann sehen wir aber hier immer wieder plus minus ein paar Monate, dass es bis auf Ausnahme hier dann in den 80ern und speziell hier zu 94 immer zu starken Abwärtsbewegungen kam, relativ zügig, ja, und das scheint jetzt hier eben auch bevor zu stehen. Ja, wir haben hier oben, das sehen Sie auch, die Kerzen werden so ein Stück weit immer kleiner. Das ist ja sicherlich ein Prozess, der auch mal hier so eine gewisse Abschwächung andeutet, zumal auch hier schon länger darauf hingewiesen wurde, dass die US-amerikanischen Aktien ja immer weniger 52-Wochen-Hochs gemacht haben in den letzten Monaten, als eben hier der Gesamtmarkt. Also die Zahlen nahmen hier mehr und mehr ab, zudem auch das Volumen immer mehr gesunken ist im 3-Monats-Vergleich. Also de facto hier eine Situation, die durchaus Abwärtspotenzial zulässt. Auf den S&P 500 direkt bezogen, wie gesagt, Intraday haben wir kurz besprochen. Das Level hier 2048 sicherlich ein Ziel, dann kurzfristige Reaktion und dann möglicherweise weiter runter. Dann mit der Tendenz, wenn sich das morgen hier weiter fortsetzt, dann, dass wir sogar hier ein neues Mehrmonatstief machen, und das wäre hier eben ein signifikantes Signal an den Markt, um hier sozusagen einen, wo haben wir es, da haben wir es, einen Freifahrtschein nach unten zu lösen, der dann eben hier, und das ist leider Gottes in Anführungszeichen zyklisch, eine Blaupause dann, dass dann hier praktisch weiterfallende Preise Einzug halten könnten. Insofern weiter anschnallen. Die Märkte sind sicherlich jetzt hier schon im Modus einer größeren Korrekturwelle. Das heißt, das kann hier auch alles erst der Anfang sein. Ich denke, es folgen hier auf jeden Fall noch weitere Tiefs. Von den Allzeithochs muss man sich jetzt erstmal verabschieden. Beim DAX war das ohnehin kein Thema mehr. Bei den US-Amerikanern war immer noch die Chance, dass das gelingen könnte. Aber auch hier trübt sich letztlich jetzt die Perspektive ein Stück weit ein, und gerade der Monatsschluss. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, aber wenn es denn soweit ist, werden wir es genauer beleuchten. Dürfte dann hier von hohem Interesse sein, denn September, Oktober sind dann hier definitiv Monate, wo die Volatilität stärker noch zunehmen dürfte als bisher. Also so dann, liebe Zuschauer, sage ich erstmal danke fürs Einschalten, und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zum JFT Live Trading TV und dem JFT Devisenradar morgen. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.